Warte mal ein bisschen weiter runter. So. Hallo alle miteinander. Ja, Qualität ist jetzt so, glaube ich, ultimativ, weil Laptop, Webcam plus Webcam, plus Laptop-Aufnahme-Funktion, also vom Geräusche, vom Sound. Das wird schon eine ziemlich interessante Folge. Meine Nase wieder, das ist schon mal gut, das ist immer ein gutes Zeichen. Dann kann die Episode einfach nur toll werden. Ja, heute dreht sich das Ganze um neue Manga, die frisch dazugekommen sind. Und zwar Manga-Aktualisierung im Juni. Da ist einiges dazugekommen. Ich muss jetzt auch gerade mal kurz noch überlegen, wie ich das Ganze aufteile. Ich fange einfach mal damit an. Das ist nämlich kein Manga, sondern ein Light Novel bzw. ein Roman. Sagen wir es so. Und zwar von Kena Kamatsu, und zwar hier die geheime Quelle von Lovina. Letztes Mal war es Zilaine Keitaro. Und diesmal hier die geheime Quelle. Das sind diese zwei Romane, die es von Lovina so gibt. Guck mal, habe ich eigentlich das letzte Mal, ah, das ist schön, da wird auch noch Werbung gemacht, habe ich das letzte Mal eigentlich schon gezeigt, welche, was für Bilder es dazu gibt, wenn es Bilder gibt. Okay, gut. Oh, das ist eine schöne. Für alle, hoppala, Motoko-Fans. Jetzt habe ich es da. Sehr schön. Achtung, ich tue es mal ein bisschen näher in die Kamera. Ich muss es auch sehen. So. Erkennt man es? Ja, ne? Wunderbar, auf jeden Fall wunderbar. Ja, Roman eben. Kann man nicht viel falsch machen. Denke ich einfach mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese zwei Romane sich lesen lassen. Die waren auch recht günstig, deswegen habe ich mir die einfach mal so mitgenommen. Dann kommen wir zu etwas ganz komplett Japanischem. Habe ich das? Das habe ich schon gezeigt, ne? Breed or Die? Nee, kann ich gar nicht gezeigt haben. Warte, habe ich das schon gezeigt? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Habe ich das schon gezeigt? Habe ich euch das schon gezeigt? Egal, ich zeige es euch. Wenn nicht, dann zeige ich es euch einfach nochmal. Nee, ich habe es euch noch nicht gezeigt. Nee, kann gar nicht sein. Ist erst vor ein paar Tagen gekommen. Und zwar aus Japan, hat natürlich wie immer halt mal ewig lang gedauert. Und das ist der Manga, der quasi in der Zukunft spielt nach Read or Die, nach Read or Dream, so rum. Also nach Read or Die TV, nach der TV-Serie. Und das spielt quasi in Gott in was weiß ich wie viel, 100 oder 1000 Jahren in der Zukunft. Ist alles auf Japanesisch. Das ist leider so ein... Ja, das ist halt so der Nachteil dran. Aber nichtsdestotrotz, alles auf jeden Fall. Moment, ich muss wieder gucken. Oh Gott, das ist immer so blöd. Ja. Machen wir mal so vielleicht. Wo? Mein Kind auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier so wieder so eine schöne Farbseite im Posterformat, nenne ich es immer. Machen die Japaner gerne mal. Diesen Umschlag machen die Japaner auch gerne mal. So. Und dreht sich quasi um eine Yumiko. Genau. Um eine Yumiko, die aber anders geschrieben wird im Japanischen. Also es ist nicht die Yumiko Reedman, die man kennt. Und die besteht komplett aus Papier und der Manga ist sehr düster, also es ist eher auch brutal, da wird am Anfang gleich jemand geköpft und so. Sehr geil, also wer es mal auf Englisch lesen möchte, ich glaube, das ist übersetzt worden. Ist auf jeden Fall geil, also die Bilder, die Zeichnungen, ich finde es echt schade, weil ich finde, das ist gerade so ein One-Shot, es ist nur ein Band, das ist so ein One-Shot, da... braucht man nicht zwangsweise die Hintergrundinfos zu Read or Die. Es ist nett, wenn man es weiß, aber man braucht es nicht wirklich. Es ist eine in sich selber abgeschlossene Geschichte. Und
fänd ich für einen One-Shot echt geil. Und ich meine, guckt diese Aufmache hier, die ist schon ziemlich edel. Die ist schon ziemlich edel. Und am Ende gibt es sogar noch mal einmal die richtige Yumiko Reedman. Jetzt kann man sie nochmal hier auch mal einfach nur nochmal so als Hommage sozusagen. Sie kommt leider in der Geschichte nicht vor, weil die lebt da schon nicht mehr in diesem Zeitalter. Aber wie gesagt, eine andere Yumiko lebt dort, die aber etwas brutaler ist. Und ja, also ich fand es echt geil. Also allein, ich habe nichts verstanden, aber die Bilder haben schon so ein bisschen so für sich gesprochen und doch echt top. So, ich zack, zack, muss es aber ein bisschen schneller gehen. Ich hau jetzt zuerst mal die Englischen raus, damit die deutschen Zuschauer noch ein bisschen länger dranbleiben. ihr könnt jetzt wahrscheinlich hier vorskippen. Englisch, 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 Moment. Englisch. Ja, Englisch. 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 Genau, okay, gut. Fangen wir an. Ich weiß gar nicht, wie das Ground Defense Maojun heißt es, glaube ich. Normalerweise im Englischen heißt es einfach nur Maojun. Das ist ein Omnibusband, also so gesehen wären das zwei Bände. Das ist Omnibusband 1 und Omnibusband 2. Damit ist das Ganze abgeschlossen. War vergleichsweise schwierig zu finden, ehrlich gesagt. Aber ich habe da einen in eBay per Zufall, und ich wollte ehrlich gesagt erst gar nicht nach diesem Manga suchen. Per Zufall bin ich darauf gestoßen und dann habe ich ein Video von The Dark Blacksmith angeschaut, wo er dann gemeinte, er hätte sie sich schon bestellt. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, ne? Und dann kam meine sogar noch vor seinen an. Das ist natürlich krass, weil meine waren irgendwo in New York. Das hat wunderbar funktioniert, scheinbar. Ja, und auch gute Qualität und so. Ich bin gespannt. Es ist halt, der ist tatsächlich mal nur die Story von Ken Akamatsu und die Zeichnungen sind von Ran. Ja. Wer immer auch Ran ist. Sie hat, oder er oder sie hat nicht allzu viele Werke gemacht. In diesem hier sieht man eindeutig, also wenn man so ein bisschen hier reinguckt, die Zeichnungen sind schon teilweise sehr Akamatsu-like. Also irgendwie hat die von dem auf jeden Fall was gelernt, aber später, ich habe mal bei meiner Anime-List geguckt, später hat sie andere Zeichnungen drauf. Also ihren eigenen Artstyle also sozusagen. Finde ich auch zu gut, wenn man nicht irgendwie permanent jemanden kopiert. Muss einfach nicht sein. Dann haben wir, oh ja, das ist was ganz Interessantes. Und zwar habe ich mir Band 1 bis 4, genau, 4 Bände sind es, vom damaligen Tokyo Pop, habe ich mir bestellt Hanako, ja, genau, Hanako and the Terror of Elgory heißt es wahrscheinlich. Das ist ein Mystery-Horror-Manga. Und zwar, kann man mal zeigen, oh Gott, wie heißt nochmal, Esuno, Sakae Esuno. Und ihr wisst ja, Sakae Esuno ist für A Big Order im Moment und für Mirai Nikki verantwortlich gewesen, der Mangaka hinter diesen zwei Werken. Und der hat auch hier Hanako and the Terror of Elgory gemacht. Und ey, was soll ich sagen? Horror Mystery klingt schon mal ziemlich interessant. Und ich habe erst neulich den Mirai Nikki Manga jetzt endlich mal komplett gemacht mit Mosaik und wie hieß das andere noch? Mosaik und Paradox, genau. Und da ich mir jetzt die drei gekauft habe, kann man so ungefähr denken, dass ich schon so ein bisschen angetan bin von Mirai Nikki tatsächlich. Auch, ich weiß, viele hassen es und so weiter. Ich werde mal überlegen, ob ich dazu eine Review mache. Wenn ihr wollt, wenn ihr eine Meinung dazu wissen wollt zu Mirai Nikki, schreibt es einfach in die Kommis. Das ja, wird mir das Ganze auf jeden Fall erleichtern, die Überlegung, sage ich mal. Wenn es viele wollen, dann kann ich sowas auch gerne
auf Wunsch hin tun. So, also wie gesagt, hier die drei, der vierte kommt noch. Der wird dann halt mal im Manga Juli-Dings oder im August, was weiß ich, wann der kommt, wird das Ganze dann mal vorgestellt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ist auch so eine Manga-Sache, die halt einfach, weil es altes amerikanisches Tokyopop ist, scheißen selten. Ja, scheißen selten. Mittlerweile. Immer mal wieder ausverkauft. Muss man echt so, boah, Geduld haben. Und ich will ja eigentlich gleich alle Bände auf einmal, weil wenn ich von was überzeugt bin, weil ich es dann in einem Schlag durchlesen möchte. Meist, wenn die Zeit dazu ist. Moment. So, bumm. Dann haben wir, komm, bleiben wir einfach bei den Doppeldingern. Und zwar ist mir nämlich im Internet so ein Manga entgegengeflogen, den ich auf My Anime-List gesehen habe. Und dann stand der irgendwie bei den Clubs zu, wie hieß der besondere Club? Licensed English Manga oder so. Und das sagt der Name eigentlich schon. Der Club, der handelt davon, von Manga, die eben halt lizenziert wurden auf Englisch. Und darunter war Junk, Record of the Last Hero. Und ich fand die Prämisse so geil. Die, erstens mal, die Art, also das hat mir am meisten imponiert, und zwar dieses Artwork. Guckt euch das mal an. Das hat sowas Richtiges, das hat was Böses, ja. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so, wie es ist. Das hat was Böses. Und erinnert mich irgendwie voll stark an Gans. Ich weiß nicht warum, oder beziehungsweise ich weiß warum, aber es erinnert mich sehr stark an Gans. Und gibt 7 Bände. Der ist wirklich schwierig zu finden. So, die ersten 2 Bände waren okay. Der dritte Band ist auch noch okay. Ich glaube, der vierte, da wird es dann teuer. Und dann halt bis Band 7. Das ist dann halt wirklich so ein Ding, wo man sich pro Monat vielleicht 2 oder 1 sogar nur holen kann, weil es einfach so vom kostenspielig ist. Ja, mein erster Eindruck von Junk ist im Moment ziemlich geil. Jeder, der so ein bisschen auf Sentai steht, also auf so Superhelden-Kram, also auf Japanisch gemacht, so Power Rangers-mäßig für die Leute, die mit Sentai mit dem Wort nichts anfangen können, oder für die, die was mit anfangen können, Kamen Rider oder sowas in der Richtung. Hentai Kamen gehört auch irgendwie dazu, vielleicht kennt das ein paar mehr. Ich muss sagen, sehr geil, sehr düster auch im Moment. Ist definitiv nicht der übliche, jetzt hab ich vorhin dreimal den Namen gesagt, jetzt schon wieder vergessen, Sentai-Stuff, also jetzt nicht nur hier so, wir kämpfen gegen Aliens und wir sind alle knallbunt und so, da ist es eher recht trist, düster, die Thematik ist recht dunkel, bös und ja, also ihr wisst, was ich meine. Also sehr, sehr geile Idee, das halt auch mal so zu machen. Ich glaube, der Mangaka meint, er wollte mal was komplett anderes machen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es gab schon einen Sentai-Helden, der das vorher gemacht hat. Ich glaube, Guyver hieß der oder so. Also nicht MacGyver, sondern nur Guyver. Ich glaube, das war schon ziemlich brutal und böse. Aber ich weiß nicht, vielleicht war einfach nur viel Splatter und es war gar nicht so böse. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kenne mich da zu wenig aus. Ja, auf jeden Fall Junk. Kann ich im Moment mal eine Empfehlung für ausstrecken, aber ja, ich kann halt noch nicht viel zu sagen. Ich habe 2 Bände gelesen, das ist jetzt, das sagt mir zumindest, ich möchte weiterlesen, aber mehr im Moment auch nicht. Kann ich nicht dazu sagen. Gut, und dann der letzte englische Manga, und zwar, Wie heißt es nochmal? From the New World auf jeden Fall. From the New World, Band 4. Wie heißt der Originalname? Sekai Yori? Yori Sek... Ja, oh Gott, ich hab den Namen vergessen. Ich merke auch immer, ich nehme diese Sachen grundsätzlich auf, wenn ich müde bin. Und Haare hab irgendwo hier so. Das sieht wieder ganz toll aus. Na, egal. Jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht, gell? Ach, es ist so heiß heute. Es ist so unglaublich heiß. Ich muss mir 10-mal heute diesen Schweiß aus dem Gesicht waschen. Das ist trotzdem nicht besser. Und ich bin hundemüde eigentlich. Aber irgendwie in einer halben Stunde kommt Besuch. Dann gucken wir uns Hotshots an. Wir machen Hotshots Wochenende. Und ja,
Also hier, From the New World, Sekai Yori, irgendwie sowas. Shin Sekai Yori, bam, bam, biatch. So, jetzt hat. Bin gespannt, wie es weitergeht und ob es wirklich so mega edgy ist, wie es ja mal hieß. So, oh, es ist so edgy und es hat keinen Plot und so. Pff, mal gucken. Es war jetzt ein bisschen deutsch, japanisch und englisch Mix. Ich weiß nicht, soll ich einen großen Part machen? So alles all in? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir, weil im Moment funktioniert alles wunderbar, es nimmt super auf, es hängt im Moment auch nicht, habe ich nicht das Gefühl. Mache ich mir gerade weiter. Und zwar, jetzt geht's halt Deutsch weiter. Und zwar erstmal Deutsch alt, sag ich immer. Da haben wir zum einen Najika. Kennen bestimmt voll viele. Najika war eines dieser Pantyshot-Phänomene, die es damals auf MTV oder Viva, ich komme da immer durcheinander, auf einen dieser beiden kam. Das war unter anderem eben halt Aika und Najika und ich fand damals Najika immer besser, weil das einfach noch diesen leichten in der Serie, nur leichten James Bond Feeling halt hatte, so mit Agentenkram und so. Das hat schon Stil gehabt. Und ja, kam damals auf bei Panini raus. Es gibt, glaube ich, kein anderes Land. War das so irgendwie? Also ich glaube, Najika ist wirklich so, wenn man im Internet sucht, gibt es eigentlich nur Cover so richtig vom deutschen Publisher, aber irgendwie gibt es das so in Italien oder so gar nicht. Also ich glaube, das ist so ein ziemliches Deutschland-Only-Ding. Kein anderes Land hat sich für den Manga interessiert. Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ich finde ihn echt gut. Der hat zwar seine Edgy-Momente definitiv, aber man muss sagen, alter Edgy ist ziemlich low. Im Vergleich zu dem, was es heute so an Shit gibt, ist es echt low. Also da kriegst du einen Pettyshot und die haben damals so gemacht. Heute ist das so, naja, wenn es kein Borderline ist, ist es ja kein Edgy. So ungefähr. Es hat diesen geilen James Bond Flair, weil einfach so mit diesem Agententum und paar Gadgets und also das ist schon geil. Ich mag sowas einfach. Ich bin ein Sucker für. Deswegen glaube ich, liebe ich auch so unglaublich Read or Die. Das ist einfach, ich liebe sowas einfach. Wenn ihr irgendwas in der Richtung mir empfehlen könnt mit so Geheimagenten, so 007 Flair, bitte, bitte, bitte dürft ihr mir in die Kommis schreiben. Ja, Najika. Band 1 bis 3. Ich habe bisher nur ersten Band gelesen. Ich will jetzt das Ganze ein bisschen langsam angehen, aber von dem, was ich gelesen habe, läuft. Ist solides Agenten Action. Passt. Mehr habe ich nicht erwartet. Mehr werde ich wahrscheinlich auch nicht bekommen. Sauber. Dann. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Genau. Kommen wir nun zu Peach Girl. Ich musste kurz schneiden, deswegen. Peach Girl war so ein Manga, den gab es damals in der Manga Power. Und die Manga Power ist dafür bekannt, dass sie eigentlich halt auch wieder wie die Banzai eigentlich recht viel Männerkram hatte. Und obwohl man damals halt wirklich manliest man alive war und so, hat man sich überlegt, halt da auch mal ein paar Jujo-Manga mit reinzupacken. Was ja total legitim war, weil die Manga Power wollte ja versuchen, etwas anderes wie die Banzai oder die Daisuke darzustellen. Also nicht quasi Tokyo Pop oder Panini-Manga im heutigen Zeitalter darzustellen, sondern sie wollten einfach einen Mix machen. Quasi, sie sind Egmont. Das kann man heute wunderbar darauf münzen, sozusagen. Ja, und Peach Girl war halt eines dieser Manga, wo man sich damals gedacht hat, na, das ist doch so ein
Ja, guckt euch das an. Das ist doch voll so voll mädchenmäßig und so. Das liest man doch nicht. Und dann tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich damals dann doch den einen oder anderen Blick rein riskiert und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht bereut. Einfach aus dem Grund, weil, Moment, jetzt sieht man besser. Einfach aus dem Grund, weil Peach Girl was Besonderes ist, meiner Meinung nach. Peach Girl ist ein Manga, der mich durchaus zum Lachen gebracht hat, durchaus unterhalten hat. Und ich habe ihn aber nie komplett gelesen. Ich habe hier Manga Powers stehen, die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Warte mal. Ich darf nur nicht irgendwo drankommen. Seht ihr das vielleicht? Warte mal. Da auf dem Boden. Da seht ihr diese Manga Power. Ja. Hoppala. So. Die Manga Power ist eben halt so, dass da immer so einzelne Kapitel drin sind. Das kennt man ja von Banzai und von japanischen Magazinen und hast du nicht gesehen. Und irgendwie, da hat man so durchgelesen und dann ist man da, dann war da Peach Girl. Und da hat man so gedacht, na, das lese ich jetzt niemals. Und man, ich bin immer wieder drin hängen geblieben und habe das dann halt doch gelesen, mal so ein Kapitel. Und habe gedacht, wenn die Jojo-Manga wirklich so sind, dann ist es gar nicht mal so scheiße. Dann habe ich ein paar andere gelesen. Dann bin ich wieder so auf den Boden der Tatsachen gekommen. So runtergegangen und gesagt, okay, doch, es gibt viel Shit in der Richtung. Aber hey, okay. Peach Girl war was Besonderes und ist auch heute was Besonderes. Und ich habe diese ganzen 18 Bände für sage und schreibe, unter 40 Euro, unter 35 Euro und unter 32 Euro bekommen. Ist kein Scherz. Super geil. Weil die liebe Lisa, wie sie da drin so heißt, gerne ihren Stempel da reingemacht hat, also hinter das Cover, das ist so ihren Namen. Und deswegen hat sie gedacht, na, das kann sie nicht mehr so extrem gut verkaufen. Naja, Sofortkauf passt. Geil. 18 Bände für unter 30 Euro, also für unter 2, also sagen wir so. 18 Bände für 30 Euro inklusive Porto und Versand. Geile Sache. Ich habe mich tierisch gefreut, mal so ein Schnäppchen so gemacht zu haben. Es ist meiner Meinung nach definitiv unter Wert, aber ich muss auch nicht immer teures Geld für Manga ausgeben. Ab und zu gönnt man sich dann auch mal was Billiges, wenn man nicht permanent auf Schnäppchen jagt. Sowas finde ich nämlich mega scheiße, weil die Leute, heute lohnt sich's fast gar nichts mehr, irgendwie was in eBay zu stellen, weil die Leute, die wollen das alles geschenkt haben am besten noch. Nur so, oh, du verkaufst so einen Manga-Band, der ist eigentlich so gut wie neu. Ja, so 1 Euro. Was? Der ist wie gut wie neu, der könnte irgendwo in einem Laden stehen und dann würdest du ihn für 8 € kaufen, umgerechnet, hochgerechnet. Und mir würdest du nur einen 1 € geben, plus Porto und Versand. Sorry hier wegen dem Schnitt. Ich habe das Gefühl, weil die ganze Zeit ist hier keine Sau reingekommen. Niemand. Niemand wollte irgendetwas von mir. Ja, ich war quasi ganz allein und ja, aber so ist es so. Da dreh ich so durch. Fangst du mal an, so ein Video zu machen und auf einmal will die ganze Welt was von dir. Da kommt ein Anruf. Da habe ich aus Versehen Skype angelassen. Blip. Und dann kommt jemand rein und meint, und wir müssen das jetzt besprechen. Also, kann das nicht noch so 10 Minuten später sein? Nein, das muss jetzt. Und, oh. Ja. Jeder hat sein Steckenpferd, sein Ding, wo er dran muss. Ich sollte aufhören zu reden. Ich sollte lieber über andere Sachen reden, wie zum Beispiel über. Wir haben Peach Girl nämlich jetzt abgeschlossen. Und deswegen gehen wir doch gleich zum nächsten Ding über. Und zwar, ich habe mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Ich habe mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Damals habe ich ja einen Mathe-Nachhilfelehrer gehabt, der mich so ein bisschen wieder auf diese Manga-Schiene gebracht hat. Und der hatte unter anderem eine Manga-Reihe zu Hause bei sich stehen. Die hat mich irgendwie immer schon interessiert. Aber ich habe nie so wirklich.
Also ich habe damals eben halt zu der Zeit dann nichts mehr gesammelt oder nicht so viel. Hab wie so eine Pause gehabt. Und ich sag's einfach kurz, ich wollte diesen Manga unbedingt schon mal haben, schon ewig. Ich habe irgendwann so zurückgedacht und hab so einen Nostalgie-Flash gehabt und habe gedacht, hätte ich doch bloß diese Bände nicht hergegeben, weil ich hatte mal zwischendrin so welche, die habe ich damals auf der Bonenkai, wo jetzt werden vielleicht einige sagen, oh, was ist eine Bonenkai? Das ist so eine Convention, in der ich war, und da hat man kostenlos Manga gekriegt. Also beim Eintritt, wenn man so reingegangen ist, und so, hat man so eine Tasche bekommen und da war Süßigkeiten drin und eine Ramune, glaube ich, war es noch, und Sticker und Beiheftlen und eben halt noch zwei Manga, random. Irgendwie habe ich Hellsing und Hagane bekommen. Und darum geht's jetzt auch. Hagane. Oder Hagane. Hagane, 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 Hagane. Hagane klingt irgendwie besser. Von Masaomi Kanzaki. Ist ein, ja, edgy, definitiv edgy, ein alter, von Panini Comics noch, ein alter Mystery, nenne ich es jetzt einfach mal, Mystery, edgy, mit, ja, ordentlich, also ist recht düster gehalten, so wie ich das noch so in Erinnerung habe. Und ich weiß nicht, Hagane hat, oder Hagane hat einfach was für mich gehabt, wo ich nicht beschreiben kann, warum ich es geil finde. Also ich konnte es jetzt einfach nicht beschreiben. Und ich wollte es aber unbedingt haben. Das war so wirklich so ein Must-Have. Wenn es scheiße ist, ja mein Gott, dann werde ich echt Probleme haben, wahrscheinlich das Ding noch verkauft zu bekommen. Aber vielleicht gefällt mir das ja auch so gut, weil ich meine, es hat schon viele Bände und es hat nicht zu viele Bände, wo du sagen kannst, ja, also es geht endlos und irgendwann mal fällt dem Zeichner nichts mehr ein, sondern ja, man sieht schon die Edgy-Natur bei manchen Covern. Aber irgendwie, ja, es hat was. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass die Cover hier, also diese Bücher, gegen Ende diesen Umschlag nicht mehr haben. Das war, glaube ich, genau diese Ära, wo diese Umschlag, also quasi diese Cover-Schutz-Dinger, wo man so wegmachen kann, wo die abgelöst wurden durch die normalen Farbcover. Weil die gibt es ab einem bestimmten Punkt. Goal, da ist ein Fragebogen drin. Liebe Leser und Leserinnen, okay, euer Panini-Team. Ja, das wird mir jetzt nichts mehr bringen, wenn ich das abschicke, weil das Ganze irgendwie, wann? 2000, irgendwas? Egal. Das ist letzter Band, da gucke ich jetzt auf keinen Fall rein. So. Letzter Band. Daddy's Hagane, und ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf, da mal anzufangen. Hab's im Moment noch nicht gemacht, weil ihr seht ja, ich habe genug noch und ich habe noch vieles nicht gelesen und es kommt wieder Neues dazu und es ist irgendwie toll. Man hat immer irgendwie auf etwas offen, das man sich freuen kann. Super, super. So, dann auch ein bisschen edgy, aber vor allem so ein bisschen Martial Arts mäßig. Ich habe ja schon mal die Aussage gebracht, ich bin so nicht so der Samurai-Fan, so von so Geschichten und so, interessiert mich eher weniger. Aber ich habe mir einen Manga geholt, der halt auch alt ist und irgendwie bekannt ist in Deutschland, also so zumindest so im älteren Bereich, aber irgendwie keiner darüber redet. Vielleicht ist es auch mega scheiße, aber es erinnert mich immer an so alte Japanoprügler und an Ikitu-Zen. Und ich habe mir halt einfach gedacht, okay, Rebound High School. Ja, Rebound High School heißt das Ganze. Und da habe ich auch mega günstig die Manga hier zusammengehamstert. In Amazon, in eBay, in Kleinanzeigen. Überall mal irgendwie was rausgehamstert. Super, echt. So muss es nämlich. Natürlich alles auf Deutsch hier, ne? Und der letzte Band ist sogar der dickste. Und der hellste, werdet ihr gleich sehen. Also ich habe das jetzt ein bisschen anders. Hier, das fand ich auch interessant. Daran erkennt man das Alter dieser Manga. Und zwar die hier, 1 bis 4. Ja, die sind re schon recht alt. Das ist eigentlich mal gelb gewesen. Gelb. Nicht weiß. Gelb. So wie hier. Die sind neu.
die alt. Weiß, gelb. Normalerweise gelb. Immer noch gelb. Ja, aber auf jeden Fall Martial Arts, bam, in your face. Vielleicht edgy, vielleicht auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Rebound High School, ey, warum nicht? Vielleicht ist es ja cool. Vielleicht ist es ja cool. Aber vielleicht habe ich auch totalen Mist gekauft. Apropos totaler Mist. Dieser Manga ist definitiv kein totaler Mist. Der könnte sogar, wenn ich den mal jetzt schaffe, zu Ende zu lesen, einer meiner Top 5 Manga werden tatsächlich. Und zwar geht es um einen Manga, der irgendwie, ich das Gefühl habe, der wird so weggedrückt. Als wie die neueren Manga kommen als von Tokyopop, das interessiert keinen mehr, was irgendwie Tokyopop damals gemacht hat, wo meiner Meinung nach sie noch irgendwie gut waren. Es tut mir leid, Tokyopop-Fanboys. Es tut mir leid. Aber es ist wirklich, wenn ich so zurückgucke, es gibt so viele schöne Sachen von Tokyopop. Und viele toppen einfach das, was mittlerweile so rausgeschissen wird, wenn ich es mal so sehe. Weil das sind so Manga, wo ich sage, wow, dass die echt eine Chance hatten, hier in Deutschland rauszukommen durch Tokyopop. Thank. Dankeschön. Und zwar das Lied der Lämmer. Und zwar sieht das Ganze so aus. Und es ist tatsächlich eine Vampirgeschichte. Und ihr wisst ja, Vampirgeschichten liegen mir eigentlich ziemlich gut. Und ich weiß nicht, die Zeichnung, es hat halt einfach was. Es hat halt einfach wirklich was. Das Lied der Lämmer. Soll auch nicht so ganz ohne sein, also so psychologisch mäßig, also so viel, viel Kopfauer für die Protagonisten. Ich mach mal vielleicht hier ist nicht so lichtig. Und der letzte Band. 7 Bände sind's, ne? Ja, 7 Bände. 7 Bände von Das Lied der Lämmer. Ein japanischer, also hier in dem Fall deutsch natürlich übersetzter, Mystery-Drama-Manga mit Vampiren. Weiß nicht, was man da noch falsch machen kann, und es ist bisher auch nichts wirklich falsch. Es ist sehr, 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 sehr geil. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist das Ende nicht so wie das so ein Manga, wo alles gut wird und dann das Ende so. Ja. Naja. Whatever. Dann geht's weiter mit Monster Hunter Flash Hunter. Ist Clans sogar so. Das sind so Clans. Ja, das wurde mir mal empfohlen, ne, wegen Dinosaurier und so, und boah, shit, Mann, der erste Manga fand ich richtig cool, der hat mir richtig Spaß gemacht, das war mal wieder so ein richtiger Shonen-Manga, wo ich richtig Spaß dran hatte, weil auch die Monster so geil aussahen und ja, so Monster Hunter halt, die Monster-Designs sind halt schon cool. Ich mag das Spiel überhaupt nicht, weil es ist so unglaublich anfängerunfreundlich für mich und ich habe da keinen Nerv mehr, mich da voll reinzusteigern, aber hey. So ist das eben im Leben und manchmal wird es Regeln geben. So, dann Heimliche Blicke 8. Ich glaube, da habe ich schon genug in den anderen Parts dazu erzählt. Habe ich noch nicht gelesen. Ich will mir noch ein bisschen aufheben, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann Nightmare Maker, der letzte Band. Auf den freue ich mich ganz besonders, wie es ausgeht und so weiter. Sehr geil. Sehr coole Idee von und auch mutige Idee von Panini, das mal rauszubringen. Weil, wie gesagt, die Story, die Essenz, die Idee dahinter, die finde ich mega. Die finde ich echt super. Die, gerade wenn man so viel mit Träume und so gerne mal drüber nachdenkt, es hat schon super was. Also, und dann gibt's Angeloid, Band 5. Endlich. Angeloid braucht ja auch immer ewig, leider. Fände ich jetzt gern ein bisschen schneller, aber hey. So kann das eben gehen. So, dann Mackenkey, Band 4. Habe ich mir jetzt nur eingeholt. Einfach mal, um ein bisschen weiter zu gehen bei Mackenkey. Weil die sind ja gerade, glaube ich, erstmal bei 7 oder so. Deswegen kann man da ein bisschen langsam. Und ein Manga, der mich echt positiv überrascht hat. Und ein Jojo-Manga. Und der mir auch wirklich Spaß macht. Obwohl er so dieses Hellgirl-Flair hat. Also so im Grunde, irgendwie im Grunde im Prinzip immer das Gleiche ist. Trotzdem die Schoko-Hexe. Beziehungsweise Maho. Shokura no Maho heißt es auf Japanisch. Und
cool, echt, Schokodamo, die Schokohexe ist jetzt Band 3, beziehungsweise Creamy Sugar, die haben ja immer so Untertitel. Also das Band 3 sieht man hier auch. Kann man es erkennen? Ich glaube, ich hoffe es. Super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Die Schokohexe ist super. Das gefällt mir echt gut. Gut, das war's. Fertig aus, Mickey Maus. Ich muss jetzt noch ein bisschen Cut-Arbeit machen. Das heißt, das Video könnte unglaublich in die Breite, in die Länge, in die was auch immer gehen. Einfach weil ich es nicht so in der RAW-Fassung hochladen kann, sondern weil ich es erst überbearbeiten muss. Oh, das ist so nervig. Das ist manchmal so. Man könnte es einfach jetzt hochladen. Kein Problem. Es wären dann so 36 Minuten vielleicht oder so. Aber nein, nein, natürlich nicht. Egal, ich mache es jetzt nicht noch länger. Jeder, der sich das anguckt, einfach mal thanks. Thanks fürs Angucken. Mega geil. Super geil, wenn ihr das bis zum Ende durchhaltet. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Wer sich jetzt nochmal fragt, ah, was hat er da nochmal empfohlen? Wie hieß der? Ich schreibe immer in die Videobeschreibung, kommt immer die ganzen Manga von MyAnimeList. Und in Klammer oder oben drüber schreibe ich dann auch immer den deutschen Namen, falls ihr dann so denkt, ja, was könnte das? Also gar kein Problem, kann man sich wunderbar dran orientieren. Und wie gesagt, alles, was ich hier im Grunde vorgestellt habe, kann ich auf irgendeine Weise empfehlen, weil es mich ja irgendwie interessiert. Nur Vorsicht bei den Sachen, wo ich jetzt gerade mal zwei Bände oder so gelesen habe. Da könnt ihr nicht von ausgehen, dass es ein wirklich mega geiler Shit ist, weil das ist einfach zu wenig. Und auch Beach Girl zum Beispiel mit seinen 18 Bändern könnte eventuell Mist werden. Man weiß es nicht. Immer nur im Moment bin ich von dem, was hier gerade so existiert, sehr angetan. Und wenn ich so einen Lieblingsmanga derzeit rauspicken würde, wäre es vielleicht wirklich, ich würde mal die zwei würde ich jetzt mal hier so rausnehmen, Peach Girl und das Lied der Lämmer. Aber wer weiß, kann ja auch noch ein Mist werden, man weiß es nicht. Gut, danke auf jeden Fall fürs Zuhören, für die Geduld und so weiter und so fort. Bis dahin, euer René von der Maison Manga, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.